Und herzlich willkommen hier wieder zum nächsten Part mit The Witcher 3. So, wir sind jetzt auf Artskellige und wir wollen da mal alle Schematas, Fragezeichen etc. abarbeiten. Und jetzt gehe ich erstmal hier was gucken. Ach, guck mal, eine Kiste. Wow, perfekt. Verbesserte Bärenhandschuhe. Nice. Und ich denke, das wird es schon wieder gewesen sein für das Ding. Da ist ja eigentlich nur ein Turm und ein Übergang. Und da vorne ist die richtige Feste. Zu der sind wir nämlich unterwegs. Nun ja, bin ich mal gespannt. Oh, kein Schnellreisesymbol. Schade. Konstrukte. Gleich mal Konstruktöl rauf. Kleiner Quicksave. Die Dinger sind bekanntlichermaßen schwer. Die Gargoyles nämlich springen können. Das ist eine beschissene Attacke. Warte mal, hatte ich nicht irgendwie eine Möglichkeit, die noch auszuhebeln? Ein bisschen. Gargoyles Dimeritium-Bombe. Jetzt warte nochmal die Dimeritium-Bombe. Setzt eine Wolke aus Dimeritium-Splittern frei, welche magische Fähigkeiten blockieren. Die Blockade besteht nach Auflösung der Wolke für kurze Zeit fort. Anstelle des Nordwinds dann mal herholen. Wie? Fähigkeiten auflösen, bringt auch meine in ihre Grenzen. Die Meritium-Bombe ist ein Scheißding. Gott, ich hasse diese Teile. Es gab mal auf Level 13. Da ist noch ein zweiter. Na, viel Spaß. Und noch ein Erdgenius. Der backt wenigstens. Alter, was die Schaden rocken. Holla, die Waldfee. So, und der letzte. Ah ne, ein Eisgenius. Die sind wenigstens langsam und der da hat jetzt gar keine Chance. So, hier soll ich nach meinem Hexerzeug suchen. Haftbefehl gegen Hexer Gerd. Und das Bären-Silberstahlschwert. Ein Brief des Ritters Shalimir. Eure durchlauchteste Hoheit, Herzogin des Seebogens. Der Hexer Gerd fürchtete den Ärger eurer Hoheit, den gerechten Zorn, weshalb er nach Skellige floh. Zu diesem Nest von Piraten, Dieben und anderen Banditen. Doch die Götter standen auf unserer Seite, denn im Nu stießen wir auf seinen faulen Gestank und verfolgten ihn bis zu einem Wirtshaus unweit des Dorfes Firestall, wo er mit den Einheimischen speiste. Manche wollten ihn beschützen und behandelten diesen Verräter wie einen Waffenbruder. Aus diesem Grund ließen wir keine Gnaden walten und brannten das Gasthaus nieder. Doch zu allem Unglück konnte der Hexer uns ein weiteres Mal entwischen. Wir verfolgten ihn zu den Ruinen der alten Festung namens Ednir, wo er sich versteckte oder ein Monster auflauerte. Eilig griffen wir seine Position mit Eingriffen an, doch dieser Verräter erschlug 5 meiner Männer, verwundete mich schwer und brachte mit seiner Zauberei das Dach der Ruine zum
dazu auf uns herabzustürzen. Unerschrocken werden wir uns schon bald befreit haben. In der Zwischenzeit habe ich das Lager des niederträchtigen Hexers durchsuchen lassen und dabei ein Schema irgendeiner seltsamen Waffe entdeckt. Es liegt diesem Schreiben bei und ist hiermit der Obhut eurer Hoheit anvertraut. Noch einen Tag, vielleicht auch zwei, dann werden wir uns aus diesem Schutt befreit haben und den Hexer fangen. Wenn das Schicksal uns gewogen ist, werde ich das nächste Mal keine Nachricht senden, sondern den Skype des Hexers. Unleserlich. Doch, es muss gesagt werden, dass er eure Hoheit von Anfang an mit seinen rüpelhaften und brüsken Manieren beleidigt hat, obgleich es einem einfachen Ritter ein Rätsel ist, wie ein niederer Wurm, wie er es wagen kann, eurer Hoheit auch nur den kleinsten Wunsch abzuschlagen. Eurer durchlauchtigsten Hoheit zu dienen ist eine Ehre und an jeder, der sich dieser Ehre verweigert, entlarvt sich als sich selbst als Dummkopf und Schurke. Dem Himmel sei Dank, dass die Götter über eure Hoheit wachen und dem erbarmungslosen Thronräuber, diesem Verrückten, der sich euer Vater nennt, der gestohlene Thron ohne die Hilfe dieses Mutanten entrissen wurde. Doch es ist die Aufgabe der Hexer, eure Hoheit, bitte entschuldigt mein temerisch Monster zu töten und euer Vater, was war er denn, wenn kein Biest? Kein mörderisches Monster, das sich am Blut der Unschuldigen gütlich tut. Und da er ein solches Monster war, wenngleich in der Haut eines Menschen, der seine monströse Gestalt nur durch Taten und nicht durch sein Verhalten verraten hatte, hätte der Hexer ihn töten müssen, wie eure Hoheit es ihm von ihm verlangte. Aus diesem Grund wird es diesem Kerl von den Heizkosten das Gesetz der Ehre und der Hexer gebrochen haben. Wow. Was ein Brief. Hatte ich aber, glaube ich, noch was aufgehoben, oder? Tagebuch eines Wegelagerers. Wer es lesen möchte, bitte tut's. So. Hier oben wären wir dann erstmal fertig. Dann wollen wir mit Plötze mal zu diesem Fragezeichen. Jetzt ist die Frage, wie komme ich da hin? Hier direkt scheint es keine Möglichkeit zu geben, den Berg zu erklimmen. Naja, alles viel zu steil. Dann ist es hier eigentlich sehr gut gelegen für eine Festung. Mich wundert es, dass sie vernichtet und zusammengefallen ist. Oder besser gesagt, dass sie keiner benutzt. Ja, von hier könnte ich vielleicht hoch. Jein. Schneller. Doch eher vielleicht dann hier runter. Nach rechts abbiegen. Ah. Ich glaube, hier ist richtig. Dann gibt es hier einen kleinen Pfad. Los, los. Aber wirklich einen ganz kleinen Pfad. Da kommen die Pferde nicht hin. Ne, Moment. Das Fragezeichen ist unterhalb des Ganzen. Jetzt bin ich ja schon über dem Ganzen. Ach, so ein Trick. Ja, wenn ich schon dabei bin, da war doch noch irgendwo ein Fragezeichen. Und zwar hier. Das eine unterhalb ist, muss es zu einer Höhle gehören. Und hier ist ebenfalls eines unterhalb. Jetzt ist die Frage, wie erlange ich Zugang zu diesen beiden Fragezeichen? Knifflig, knifflig. Hier unten ist schon mal keinerlei Zugang, dann dürfte er... Ja, er dürfte auch nicht so schwer zu bekommen sein. Das Spiel ist ja nicht darauf angelegt, den Spieler zu foppen. Und Rutschpartie. Wuhu. Es müsste hier irgendwo eine Art Höheneingang sein. Ah, beim anderen Fragezeichen. Das würde doch Sinn machen. Guck mal einer an. Ein Monsterlager. Ja, doch, das geht. Ein Geist. Wow. Aber ein ganz heftiger Geist. Naja, da müssen wir durch. Geisteröl.
Vor allen Dingen, es scheint ein Geist der wilden Jagd zu sein. Ja, zwei Angriffe und zurück. Das ist ja kein Thema. So, lieber Geist. Tot bist du. Ja, und das ist die Klinge der wilden Jagd. Ich hatte recht. Und hier hinten. Komm ich nicht hoch? Oder doch? Ach komm, Geralt, wenn du dich da streckst, bist du locker da oben. Dann halt so. Jetzt gehe ich vermutlich die andere Strecke ab von hinten. Soll mir recht sein. Ich hab's Gefühl, ich bin hier ein bisschen falsch, wenn da Geister der wilden Jagd rumhängen. Ein ganz kleines bisschen. Ja, einer wäre jetzt machbar. Aber zwei ist doch ein bisschen... Noch ein bisschen blöd. Oh, da hinten ist noch ein dritter. Huiuiuiui. Haha, ja, ist klar. Dritter ist ja kein Problem für mich. Fickt euch doch. Okay, das wäre jetzt ein bisschen gecheatet, aber gut. Kampf zurücksetzen. Da kommen sie nicht an mich ran. Auch schön. Ich bin ganz ehrlich leicht überrascht, dass ich es schaffe. Zwar dauert's, aber es ist doch nicht so fordernd wie das Duell mit dem Wasserweib einmal, dem ich ja echt gar keine Chance hatte.
Okay, was verbirgt sich hier? Dass dermaßen viele Kreaturen der wilden Jagd, zumindest als Geister, da herumhängen. Das ist ja auch noch das Faszinierende, das sind hier die Geister. Überlegene absolute Referenz des Weißen. Uhuhu. Sehr nice. Macht das Ding mir dann die gesamte Gesundheit schon voll? So, Trank. Runter scrollen. Überlegene Absolut. Stellt die Vitalität sofort und vollständig wieder her. Aha. Und kurzzeitige Immunität gegen Schaden. Ey, her damit. Holla die Waldfee. Geil. Überlegenes Nekrophagenöl. Also jedes lohnt sich echt. Ich würde sagen, den Rest des Ganzen hier werden wir im nächsten Part durchsuchen. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dahin, sayonara.